Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist der Michael Stahl, heute mal aus einem ungewöhnlichen Ort und zwar aus meinem Keller. Und zwar, da habe ich mir vor Jahren so einen kleinen Fitnessraum eingerichtet und für mich heute passend irgendwie zum Thema. Und zwar, es geht um die Härte und die Härte unseres Lebens, um hart sein zu wollen. Was macht uns hart? Warum sind wir hart? Wie bekommt unser hartes Herz ja vielleicht eine Veränderung, vielleicht sogar ein neues Herz? Und ich lasse das Ganze unter dieser Reihe laufen. Mich als kleine Bibelkunde, eine sehr kleine Bibelkunde. Und um für die Leute es näher zu bringen, warum das so entstanden ist. Es gibt ein paar Menschen in meinem Leben, eine Person ganz besonders, die mir einen Impuls gegeben hat, die mir gesagt hat, Micha, ich lese die Bibel nicht, aber du bist meine Bibel. Das, was du mir zu sagen hast, wie du es mir sagst, das berührt mein Herz. Und Corrie ten Boom hat ja auch gesagt, die Menschen lesen die Bibel nicht, aber sie lesen dich und mich. Und heute geht es um einen Bibelvers aus Hesekiel 36. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Aus Hesekiel 36, Vers 26. Steht im Alten Testament. Ihr wisst ja, ich habe viele Zuschauer, die im Gefängnis waren, die drogensüchtig waren und sind, ja, die auch ein hartes Herz hatten oder immer noch haben, aber wo so langsam etwas Neues wächst. Und so versuche ich das in meiner einfachen, bescheidenen Art rüberzubringen, in der Hoffnung, dass Herzen berührt werden, Herzen weich werden und ja, ein neues Leben beginnt. In Hesekiel 36, Vers 26 steht, Gott sagt, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist. Ich will eure versteinerten Herzen herausnehmen und euch ein neues, lebendiges Herz geben. Und allein schon wie dieser Vers beginnt, ich will euch ein neues Herz geben. Ich will, ich. So beginnen die 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott. Und das berührt mich total, weil da stellt sich jemand vor, ja, mein Du gegenüber, und sein Name ist auch Jahwe, ich bin, der für dich da ist, ich. Ja. Nicht ein höheres Wesen, nicht ein Sternkreiszeichen, nicht irgendein Horoskop, nicht eine universelle Energie, sondern ich, wer ist denn dieser Ich? Und wir möchten dieser Sache, diesem Ich, ein bisschen auf die Spur gehen. Und wenn euch das berührt, wenn euch das gut tut, dann abonniert doch bitte diesen Kanal und teilt ihn reichlich mit der Welt da draußen. Denn ich habe das Gefühl, die Herzen werden immer härter, es ist immer weniger Vertrauen da, immer mehr Misstrauen da und immer mehr Kälte, immer mehr Gefühlskälte da. Und wir sehnen uns doch alle nach Harmonie, nach Herzenswärme. Und ich bin mir sicher, nach diesem neuen Herzen, nach diesem neuen, lebendigen Herzen. Danach sehnen wir uns. Und dieser ganze Vortrag, dieser ganze Impuls, ja, der ist daraus entstanden, dass ich vor ein paar Tagen, ich habe so Trainerausbildungs-Blockwoche gegeben. Übrigens, da sind wir demnächst auch in Bielefeld. Ich blende das immer wieder hier ein und im Oktober, November auch wieder in Bopfingen. Und da ist mir etwas klar geworden oder ist mir etwas eingefallen. Wir haben in jungen Jahren unsere Knochen abgehärtet. Und zwar, wir haben immer Knochen gegen Knochen gehauen, ja, oder wir haben gegen Baumstämme gehauen, gegen harte Gegenstände, weil man uns vermittelt hat, immer wenn du irgendwo dagegen haust, gegen einen harten Gegenstand, dann sind da unendlich viele kleine Brüche. Ja, also jetzt kein richtiger Bruch, aber unendlich viele kleine Brüche in der Knochenstruktur. Und die wachsen wieder zusammen und da, wo ein Knochen zusammenwächst, also unfassbar hart. Ja. Und ich glaube, so ist es auch mit den Herzen. Wenn mir harte Menschen begegnen, ich hatte ja auch mal zum Teil diese Gefühlskälte, diese Härte, ja, dieses harte Herz. Und ich glaube, da kamen viele kleine Brüche zusammen. Kleine Lebensbrüche. Eine Enttäuschung hier, eine Verletzung dort, eine Ablehnung dort. Und manchmal sind wir selber davon betroffen oder unser Gegenüber und wir sind erschrocken von dieser Härte. Erschrocken.
wie gefühlskalt und hart Menschen sein können. Vielleicht durch diese vielen, 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 unendlich vielen kleinen Lebensbrüche. Oder vielleicht war auch in Anführungszeichen die Welt in Ordnung, ja, und es kam ein Bruch, ein Lebensbruch in dieses Leben hinein, was einen Menschen hat zerbrechen lassen. Ja, darüber möchte ich ein bisschen sprechen und dass wir vielleicht uns besser verstehen und wertvoller miteinander umgehen. Und ihr wisst ja, oder ein paar von euch, die da immer zuschauen, ich mache mir da immer so Notizen, ja, und es ist das Licht ausgegangen, das Licht, da haben wir da. Wahnsinn. Ich lasse durchlaufen, gell. Ich habe das auch schon öfters erlebt, dass wenn ich hier aufgenommen habe, dass auf einmal mein Handy ausging. Ja, und ich musste alles nochmal neu besprechen. Aber falls dieses eine Licht jetzt wieder ausgeht, dann machen wir das im Halbdunkeln weiter. Genau, wir lassen uns da jetzt nicht durcheinander bringen. Ja. Genau, warum habe ich das so betont? Ja, der Name Diabolos, Teufel, bedeutet der Durcheinanderbringer. Aber das nur am Rande. War jetzt nicht so geplant. Wo fangen wir an? Viele kleine Brüche, ja, kann einen Menschen unfassbar hart machen, ja. Aber auch ein großer Bruch im Leben eines Menschen, ja, kann ein Menschenherz zerbrechen, ja, hart machen. Und wir gehen das nicht chronologisch in meinem Leben durch, ja, sondern einfach so, wie ich das aufgeschrieben habe. So wie die Inspiration kam, so gebe ich das an euch 1:1 weiter. Ja, und ich bin seit 16 Jahren in diesem Prozess. 2007 hat sich ja mein Leben verändert, als mein hartes, zerbrochenes Herz zu meinem Papa ist, hat ihm Liebe ausgesprochen und bat ihn um Verzeihung. Und in dieser Zeit, Ende 2007, habe ich auch nochmal neu angefangen mit Jesus. Das war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, ich gebe dir mein Leben, ja. Du sollst der Pilot meines Lebens sein, ja. Und auch wenn ich weiß, ja, dass ich in einem Flugzeug sitze, ja, für mich ist immer so, ich gucke immer, ob ich den Piloten irgendwo sehe, ja. Was macht er für einen Eindruck? Hat er Erfahrung, ja? Und dem vertraue ich dann auch, ja. Und ich habe ja auch so ein klein bisschen Flugangst, ja. Vielleicht auch manchmal so in meinem Leben sind auch noch so Ängste drin, ja. Flugängste. Aber ich kenne den Piloten und er wird mich durch die Turbulenzen sicher hindurchtragen. Und eines Tages wird er mich sicher ans Ziel bringen, ja. Die Zeit meiner Landung, er weiß schon. Und er weiß auch, wo wir landen. Und da vertraue ich ihm total, ja. Und das habe ich vor 16 Jahren, also 2007, dazu habe ich mich neu entschlossen. Und seitdem darf ich erleben, wie Gott dieses neue Herz, ja, wie es, ja, zu leben beginnt, wie man Dinge neu bewertet, ja. Alte Freunde gehen, neue Freunde kommen, ja. Früher über Dinge, wo man sich keine Gedanken macht, wo man einfach gemacht hat, macht man sich heute andere Gedanken. Gottes Herz, ja, verbindet sich mit meinem. Er lebt in meinem Herzen und er schenkt mir ein neues Denken, ja, eine neue Sichtweise. Ja. Ich will euch ein neues Herz geben, ja, einen neuen Geist will ich euch schenken. Ja. Ich will das alte, versteinerte Herz herausreißen und euch ein neues, lebendiges Herz geben. Das habe ich erlebt, das darf ich erleben und ja. Dieses Erlebnis, Erleben, da steckt Leben drin, ja. Ja, das ist wirklich wahres Leben. Und Jesus sagt auch, wer mich hat, der hat das Leben, ja. Oft höre ich auch in der Welt, das ist doch kein Leben mehr. Wenn mir kranke Menschen begegnen, Menschen, die vom Schicksal gebeutelt wurden, ja. Menschen, die verlassen wurden, enttäuscht und verletzt oder auch selber schuldig wurden. Ja, da habe ich oft gehört, das ist doch kein Leben, ja. Das ist vielleicht Existenz, aber wie Jesus hat, der hat das Leben. Nicht wer ein höheres Wesen hat, wer universelle Energie hat, wer ein Horoskop hat, sondern wer ihn hat, der hat das Leben.
Und in der Bibel steht, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Ich weiß nicht, manchmal, vielleicht ist das Licht wieder ausgegangen, sensationell. Das hatte ich noch nie, ja? Aber ist okay. Wir machen einfach weiter. Übrigens, das ist der Rest von meinem kleinen Fitnessraum hier. Und ja, gut. Dann bleibt es jetzt halt aus, die Kiste. Ihr seht mich ja, aber ihr sollt mich ja hören und nicht sehen. Jetzt habe ich so ein bisschen einen Faden verloren. Doch, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Vielleicht ist euch das schon mal geschehen, dass etwas, was ein Kuchen, der frisch gebacken wurde, so schön weich ist, ja, und je länger er rumsteht, ja, und dann irgendwann mal hart wird und dann fängt er an zu bröckeln, ja. Und harte Herzen, die zerbrechen vielleicht auch eher, ja. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, ja. Er ist uns nahe, ja. Er lässt uns nicht allein, ja. Er lässt uns nicht allein in den Turbulenzen. Er ist da. Ich hatte vor ein paar Tagen einen kleinen Zwischenfall, der mich sehr beschäftigt hat, ohne das näher drauf einzugehen, aber das war auch ganz kurz ein Schockerlebnis, ja. Und ich fing in diesem Schockerlebnis an zu beten, aber ich habe Gott nicht gespürt. Aber darauf kommt es auch nicht immer an, ob wir ihn spüren, ja, ob da ein Gefühl da ist, ja. Denn Liebe ist eine Entscheidung, Vertrauen ist auch eine Entscheidung, ja. Das ist, wenn ich zu einem Unfall dazukomme, ja, das habe ich ja auch schon erlebt, und ich wähle die 110 oder die 112, ohne zu wissen, welche Person da dahinter ist, aber ich vertraue darauf, dass Hilfe kommt. Ich treffe die Entscheidung, ich rufe da jetzt an, ohne zu wissen, wer und wie viele da kommen und welche Maßnahmen sie ergreifen, aber ich entscheide mich zu vertrauen, weil ich weiß, es wird gut. Ich hatte ja einige Erlebnisse in meiner Kindheit, in meiner Jugendzeit, die mein Herz hart gemacht haben. Und ich wurde ja auch von einem harten Vater erzogen, der wiederum von seinem Vater hart erzogen wurde. Erst vor ein paar Tagen war ich bei meiner Tante, der letzten Schwester von meinem Papa. Ja, und die ist Jahrgang 1938. Und gestern Vormittag hat sie mir noch erzählt, wie hart ihr Vater, also mein Opa, ja, der Papa meines Papas, wie hart der war. Der Mann war viele Jahre im Krieg und in Gefangenschaft und kam als harter Mensch zurück, ja, der nicht den Arm nehmen konnte, der nicht über Gefühle sprechen konnte, er war einfach nur hart. Und das wünsche ich mir immer, dass wir auch bei den harten Burschen und Mädels mal vielleicht hinter die Fassade schauen können oder auch das Wissen haben. Die Summe, warum sie so geworden sind, die Summe aus ihrem Leben besteht aus vielen, 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 vielen kleinen Brüchen. Aus unfassbar vielen Enttäuschungen, aus Mangel an Liebe. Ja, das rechtfertigt nicht ihre Taten, und verstehen bedeutet auch nicht einverstanden sein. Aber da steht ein verletztes Wesen. Und verletzte Menschen verletzen Menschen. Und in der Bibel steht, du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das, was die Welt nicht sieht, all meine Enttäuschungen, meine Schuld, meine Verletzungen, diese vielen, vielen, vielen kleinen Lebensbrüche, wie bei den Knochen, die irgendwann mal hart machen. Er sieht diese vielen, vielen kleinen Brüche, die uns hart gemacht haben. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wie soll universelle Energie, ein Horoskop, ein Glücksbringer, ein Daumen drücken, ein Toi, 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 die Tiefe deines Herzens erkunden? Wie? Wie? Und warum ist es so auf sinkenden Schiffen, auf abstürzenden Flugzeugen, dass da nie nach einem Es gerufen wird, nie nach universeller Energie, niemals nach einem Sternzeichen? Warum wird da nicht Daumen gedrückt und Toi, Toi, Toi gesagt? Weil wir wissen in letzter Konsequenz, dieser Müll rettet uns nicht. Nur der lebendige Gott, der gesagt hat, ich will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin, der für dich da ist. Dieses Ich ist mein Du gegenüber und dein Du gegenüber, wonach der Mensch Sehnsucht hat. Und deshalb haben wir Sterben. Ich bin der festen Überzeugung, dass Christen nicht sterben. Sie gehen nach Hause. Und was ist ein Zuhause? Wie oft hat man diesen Satz schon gehört?
Zuhause ist Heimat, ist auf keiner Karte verzeichnet, noch ist irgendwo ein Ort, sondern es ist der Platz, es ist der Ort, an dem du geliebt bist. Liebe. Liebe ist wie in der Dreieinigkeit. Es braucht hier eine Person, da eine Person, um lieben, um diese Liebe auszutauschen. Und es braucht den Geist der Liebe. Ja. Es braucht drei Dinge. Zwei, die sich lieben, und den Geist der Liebe. Wenn nur zwei zusammen sind, ist noch keine Liebe da. Es braucht auch diesen Geist der Liebe. Ja, und ich hatte so ein Erlebnis, also ich habe sehr viele Erlebnisse, ja, dass 100 Kinder mich mal ausgelacht haben beim Wandertag in der 5., 6. Klasse, als die vor unserer kleinen Hütte standen und einer hat gesagt, hier wohnt der Michael Strahl. Ich weiß nicht, was damals in mir zerbrochen ist. Ich weiß es nicht. Es gab diesen Bruch, als ich 8, 9, 10 Jahre alt war und ich meinem Papa fragte, was kriege ich so einen Geburtstag und spuckte mir ins Gesicht. Es gab diesen Bruch, als ich einmal meinen ganzen Mut zusammengenommen habe, meinen ganzen Mut und ging zu meinem Klassenlehrer. Ich war so 12, 13 Jahre alt. Der Unterricht war zu Ende, alles hatte Feierabend, war draußen und ich ging zu meinem Lehrer vor an das Pult, an die Tafel und habe seinen Namen gesagt und habe gesagt, ich kann nicht mehr. Diese 4, 5 Jungs, sie quälen mich seit langer Zeit, ich kann nicht mehr. Und er schaut mich an, packt seine Tasche und sagt mir diesen alles vernichtenden Satz, das bildest du dir alles ein. Und ließ mich stehen. Da ist etwas zerbrochen in mir. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Manchmal habe ich in diesen Zerbrüchen Gott gespürt. Manchmal habe ich gespürt, trotz allem Zerbruch, ich bin nicht allein. Und manchmal habe ich eine unendliche Verlassenheit gespürt. Ich habe auch diesen Gott nicht gespürt. Aber unsere Gefühle, das, was wir spüren, ja, was wir auch nicht spüren, das täuscht uns oft. Und deshalb, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hat Hiob gesagt, der so viel leiden musste. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du das auch, dass dein Erlöser lebt? Ja, und wenn man halt oft zerbrochen wurde, natürlich auch andere Menschen, ja, verletzt, enttäuscht, dazu beiträgt, dass Zerbruch bei anderen entsteht, dann kommen dann auch schon mal so Sätze wie, ich vertraue nicht mehr, ich kann nicht mehr vertrauen. Ja. Mein Herz wurde gebrochen, ja. Ich kann nicht mehr vertrauen, ich vertraue nur noch mir selber, ich mache mein Zeug alleine, dann weiß ich, wie ich dran bin. Solche Sätze kommen auch sehr oft von zerbrochenen Menschen. Von Menschen, die viele, viele, viele kleine Zerbrüche haben, viele Enttäuschungen erleben mussten. Aber auch die Lieblosigkeit, die wir weitergeben, macht uns auch zu schaffen. Jede Lieblosigkeit gegen Gott, wir nennen es Sünde, aber das ist so verharmlost worden, dieses Wort Verkehrssünde, man sündigt in der Ernährung. Ja. Sünde ist die Trennung von Gott, eine Lieblosigkeit. Und Jesus hat letztendlich alle Lieblosigkeit getragen. Die Liebe hat die Lieblosigkeit ans Kreuz getragen. Alle Lieblosigkeit, alle Schuld, alle Scham, alle Enttäuschung. All diese Dinge, die unsere Herzen haben hart werden lassen, zerbrechen lassen, die hat Jesus getragen, damit wir frei werden. Und wenn ich heute so die Nachrichten anschaue der letzten Jahre, dann höre ich von morgens, ich schaue ja fast gar nicht mehr. Ja. Zu Pandemiezeiten war es schlimmer. Ja. Ich schaue ja fast gar keine Nachrichten mehr an. Aber wenn ich einschalte, dann höre ich von morgens bis abends Dinge, mit denen man uns Angst macht. Angst. Angst lähmt uns und bremst uns. Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Zu viel Angst kann unser Herz platt machen, taub machen, hart machen, lähmen. Und Greta Thunberg hat mal gesagt, ich will, dass ihr Angst habt. Und Jesus sagt was ganz anderes. Hab keine Angst. Wer kennt das Resultat von Angst? Hab keine Angst. Wie oft sage ich mir das auch noch in meinen Lebensängsten hinein? Ängste, die durch
Verletzungen durch Unfall, durch Herzinfarkt entstanden sind, durch traumatische Erlebnisse, weil ich vielleicht immer noch ein Stück weit drin stecke. Doch mitten dort hinein kommt Jesus und sagt, hab keine Angst. Die Welt sagt, habt Angst. Und Gott möchte nicht, dass wir Angst haben, sondern dass wir voller Vertrauen in den Armen des liebevollen Vaters sind. In den Stürmen des Lebens umgeben, von vielen harten Situationen, Persönlichkeiten, die hart geworden sind, aber inmitten in den starken Armen des himmlischen Papas. Wie eine sichere Burg. Wie in diesem Boden, den Jesus geschlafen hat oder auf einem Kopfkissen. Von Stürmen umringt. Das Schiff, die Nussschale, wackelte hin und her. Aber Jesus schläft. Gemeinsam mit ihm auf diesem Kopfkissen mitten im Sturm finden wir Ruhe. Gott hat uns nie versprochen, dass unser Leben einfach wird. Aber er hat versprochen, ich bin für dich da. Ich habe ja so Lieblingsfilme, meistens gucke ich mir so Krimis an oder so Abenteuerfilme. Ich habe mir auch früher Chuck Norris mal angeschaut. Ja. Mensch, da gibt es ja die besten, so viele gute Chuck Norris-Filme. Ja, ihr wisst ja, wie viele Liegestützen Chuck Norris schafft. Alle, genau. Und er kann ja unter Wasser grillen. Und was habe ich noch alles gehört? Er schläft nicht mit der Pistole unterm Kopfkissen, sondern mit dem Kopfkissen unter der Pistole. Ja. Ich habe ihn übrigens mal gesehen, ja, vor über 30 Jahren bei einer Veranstaltung. Aber es gab einen Film, der hieß McQuaid, der Wolf. Da spielte er so einen einsamen Texas Ranger. Vielleicht hat ihn jemand von euch gesehen. So einsam, so hart, so für sich. Ja. Und ich kenne viele Menschen, die so einsam, so hart und für sich sind. Und im Nachhinein habe ich festgestellt, durch persönliche Gespräche, auch bei bekannten Menschen aufgrund ihrer Biografie dann festgestellt, viele kleine Lebensbrüche. Wie diese Brüche hier, wo wir unsere Schienbeine und Unterarme abgehärtet haben, viele kleine Brüche, damit wir richtig hart wurden. Ja, wie mein Opa, der so hart war, muss ich wieder an meinen Opa denken. Kaum hat man ihn lächeln sehen. Im Nachhinein hat man ihn verurteilt. Was für ein harter Typ. Konnte nicht weinen, hatte kaum ein Lächeln, konnte nicht über Liebe sprechen, konnte nicht den Arm nehmen. Er weiß, was der Bursche gesehen hat im Krieg. Was man ihm angetan hat. Was er anderen angetan hat. Wir wissen es nicht. Aber Gott hat versprochen, die harten Herzen herauszureißen. Und uns ein neues Herz zu geben, einen neuen Geist, eine neue Denkweise, ein neues Fühlen, ein neues Leben, ein neues Herz. Und wer mich hat, wer dieses neue Herz hat, wer Jesus hat, der hat das Leben. Und wenn die Herzen hart werden, dann spricht man von Hartherzigkeit. Hartherzigkeit. Ist euch das auch schon im Leben begegnet? Verurteilen wir Menschen, die hartherzig geworden sind. Aber ich glaube, je härter ein Mensch ist, desto größer ist seine Sehnsucht. Ich glaube auch, dass diese Zeit Chancen mit sich bringt. Je mehr Angst da ist, je mehr Lieblosigkeit da ist, je mehr Gewalt da ist, je mehr Einsamkeit, Todesursache Nummer 1. Wenn wir hart werden, schotten wir uns ab, wir treiben die Menschen von uns weg, bewusst oder unbewusst. Aber die Sehnsucht ist größer. Und ich bin der festen Überzeugung, dass nur Gott selber in seinem Sohn diese Sehnsucht in unseren Herzen stillen kann. Und wenn diese Sehnsucht nicht gestillt wird, dann kann sie in Sucht enden. Hartherzigkeit,
Ich wünsche uns, wie das, was die mir eine Hebamme mal gesagt hat. Was für Babys gilt, gilt auch für Sterbende. Drei Dinge: warm, weich, sicher. Wärme. Eben nicht Kälte und Härte. Wärme. Nicht hart sein, sondern weich. Und all das gibt uns Sicherheit. Wie viel Unsicherheit müssen vielleicht Menschen ertragen haben, die so hart geworden sind? Wie oft hat man ihre Grenzen überschritten? Wie oft in ihrem Leben haben sie nicht gehört, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich? Wie oft haben Worte sie getroffen, die sie zutiefst verletzt haben und ihr Herz haben brechen lassen? Ich glaube, deshalb hat Jesus gesagt, liebe deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen, und segne die, die dich beleidigen und verfluchen. Sonst macht der Harte den anderen hart und wieder hart und verletzt wieder und enttäuscht wieder und verletzt wieder und treibt wieder weg. Und es wird nicht besser. Das Einzige, was diese Kette unterbricht, diese Lieblosigkeit unterbricht, ist Liebe. Es ist Liebe. Es ist Liebe. Der Uropa verprügelt den Opa, der Opa mein Papa, der Papa mich. Und mein Herz war auch so hart, in dieser Härte hat es andere Beziehungen gesucht, es hat Aufmerksamkeit gesucht, es wollte sich ablenken und betäuben in einer anderen Welt, in einer Glitzerwelt. Aber mein Herz kommt seit 16 Jahren zur Ruhe, Stück für Stück, Stück für Stück. Und ich glaube, aufgrund des, was mein Herz alles ertragen hat müssen, hatte ich einen Herzinfarkt. Und kein Wunder, wenn in der Bibel steht, mehr als auf alles andere achte auf dein Herz. Achte auf dein Herz. Womit füllst du es? Was konsumierst du? Wo treibst du dich rum? Mit wem treibst du dich rum? Was liest du? Was schaust du, wenn du ins Handy reinschaust? Was macht das alles mit deinem Herzen? Wer ist die Quelle deines Lebens? Gott selber sagt, dass er die Quelle unseres Lebens ist. Wenn du diese Quelle nicht haben willst, was? Wo bekommst du Energie? Wo wirst du erfrischt? Wo wirst du aufgemuntert, ermutigt, getröstet? Wo? Wo? Bei wem? Bei was? So bin ich in vielen Gefängnissen gewesen, habe mit vielen Jugendgangs gearbeitet. Mir sind so viele harte Menschen schon in meinem Leben begegnet. Und alle hatten dieselbe Geschichte. Und wie gesagt, es soll kein Gutheißen bedeuten und hat gut gemacht, alles soll eine Entschuldigung sein. Nein, gar nicht. Aber es muss doch einen Ursprung geben. Alle haben etwas gemeinsam. Verletzungen und Mangel an Liebe. Viele, viele, viele kleine Brüche, was den Knochen hat hart werden lassen. Viele kleine Herzensbrüche, was das Herz irgendwann mal hart gemacht hat. Und mir hat mal ein Aussteiger einer Gang gesagt, meine Gang war schon irgendwie wie Familie. Wir sprachen auch von Brüdern und Schwestern, ja, von Familie. Aber weinen konnten wir nicht voneinander. Unsere Herzen konnten wir nicht zeigen. All die Verletzungen, die da drin sind und die offenen Sehnsüchte, die konnten wir nicht voreinander zeigen. Und Gott sieht den Grund deines Herzens. Und in der Bibel steht, bekennt einander eure Schuld. Zeigt einander euer Herz. Da entsteht Gemeinschaft, da entsteht was Neues. Das ist Familie, wo ich sein kann, wer ich wirklich bin, wo ich nicht vorgeben muss, ja, vortäuschen muss mit einer Maske, wie hart ich doch bin. Und dahinten ist ein verletztes Herz. Ein Herz, was betrogen, enttäuscht und verletzt wurde. Was wenig, sehr wenig Liebe bekommen hat. Da habe ich mir noch was notiert.
muss ich an eine Geschichte denken. Ich war mal in einer Freizeit eingeladen und das ist schon viele Jahre her, viele, viele Jahre. Und da hat man mich gewarnt vor einem jungen Mann, der gemeingefährlich ist und hart ist. Ja. Und ich habe am Rande bemerkt, ich habe in einem Zelt gesprochen, dass er zugehört hat. Dieser gefährliche, harte Bursche. Ja. Und als die Veranstaltung zu Ende war, kam der Junge zu mir, dieser junge Mann, und gesagt, kann ich mit dir alleine reden? Und wir gingen ein Stück des Weges. Und dieser harte Bursche hat mir gesagt, niemand darf wissen, wie es in meinem Herzen wirklich aussieht. Ich habe vorgegeben, meinen Vater zu hassen. Was hat der mir angetan? Aber als er starb, lag ich eine Stunde auf seinem Bauch und habe geweint. Eine Stunde lag ich auf seinem Bauch und habe geweint. Ich nehme es den harten Burschen schon lange nicht mehr ab, dass sie sich entschieden haben, hart zu sein. Gott sieht dein Herz. Er sieht dein kleines, zerbrochenes Herz. Er sieht dich als kleinen Jungen, als kleines Mädel, wie du dich nach Mama und Papa gesehnt hast, nach einer Geburtstagstorte, nach Hüpfen im Trampolin, nach Toben und Springen, nach gemeinsamen Feiern, Weihnachten, Geburtstage, andere Festchen. Arme, die dich voller Liebe in die Arme nehmen, was du selten oder nie erlebt hast. So bist du hart geworden. Hast irgendwann mal angefangen, deinen Schmerz zu betäuben. Bist weggelaufen voller Wut. Du hast um dich geschlagen. Du hast dich betäubt mit Drogen, mit Sexualität. Du sprichst von deiner Gang, von Familie. Du hast doch nur Sehnsucht nach deiner Urfamilie, nach Mama und Papa. Aber wer kennt deinen Schmerz? Wer will ihn mit dir teilen? Wer wird dich verstehen? Jesus. Jesus. Wie oft habe ich den Satz gehört, du bist nichts, du kannst nichts, aus dir wird nichts. Und in der Bibel steht über Jesus, er selbst machte sich zu nichts. Wenn du so fühlst, wenn du so denkst, Jesus kennt sich da aus, von allen verlassen, von allen. Und wenn sie dich gedemütigt haben und du dich schämst, es gibt einen Vers in der Bibel, da steht drin, sie zogen ihn aus. Als ich meinen Herzinfarkt hatte und ich in dieser Unfallaufnahme in der Uni Tübingen lag, da zogen sie mich aus. Ich lag nur noch mit meinen C- und A-Socken da in diesem Raum drin und habe mich geschämt, nackt. Da war nicht die Gewaltpräventionsberater, der WIP-Bodyguard oder so ein Blödsinn da. Da war Micha nackt. Und ich erinnerte mich, wie über Jesus in der Bibel steht, sie zogen ihn aus. Gott sieht dein Herz. Er ist ein Gott, der dich sieht. Er sieht dich. Er sieht all die Geburtstage und Weihnachten, wo du keine liebevolle Familie um dich hattest, wo du nicht beschenkt wurdest wie andere. Er sieht das, was deine Mama und dein Papa vielleicht nie getan haben, wonach du dich sehnst. Dass man dich in den Arm nimmt, dir sagt, dass du geliebt bist und dass man stolz auf dich ist. Und ich glaube grundsätzlich, dass kein Mensch uns das geben kann, was wir wirklich brauchen. Es ist die Liebe Gottes. Die Vollkommenheit kommt nicht in diesem Leben. Aber wir können die Vollkommenheit in unser Herz einladen. Dass er uns ein neues Herz schenkt. Dass du dich entscheidest, ihn in dein Herz einzuladen, dass er der Pilot deines Lebens wird, mit dem du deine Lebensreise antrittst. Der dich behütet und bewahrt, der dich durch sämtliche Turbulenzen hinweg durchführt. Und auch wenn es mal wackelt, auch wenn es mal blitzt und regnet und die Maschine wird durcheinander gewirbelt, ich verspreche dir, du wirst sicher landen. Zu Hause. Und wer ihn hat, der hat das Leben. Oliver Schalk, Ex-Hooligan, Punk, Nazi, was weiß ich, was er alles war, beschreibt mal in einem seiner Vorträge, dass Gott, also Jesus, in sein Leben einlud, dass er sein kleines, krankes Herz gesund liebte.
Das wünsche ich uns allen, dass wir Gott in unser Herz einladen. Möge er unser kleines Herz gesund leben. Wenn du heute merkst, es berührt dein Herz, ich wünsche dir das, was ich kurz vor Weihnachten 2022 erleben durfte. Mich hat es getrieben zu einem Geistlichen und ich habe eine Lebensbeichte abgelegt. Ich wünsche dir Freundschaften innerhalb der Familie, außerhalb der Familie, wo du alles sagen kannst, was dein Herz belastet. Erwarte nicht zu viel von Menschen, aber vielleicht bist du derjenige, der den ersten Schritt macht in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Dass wir aufhören, nur noch über Oberflächlichkeiten zu sprechen, über Wetter, über Fußball, über keine Ahnung, sondern über die wirklich wichtigen Dinge, über unser Herz. Und wenn wir merken, dass alles sitzt tiefer, es gibt wunderbare Seelsorger, Traumatherapeuten. Ich wünsche euch, diesen Weg zu gehen. Denn Dinge, die wir aussprechen, die beginnen zu heilen. Und zum Schluss muss ich noch an zwei Männer denken. Der eine, ich nenne ihn Fritz, der über 80 Jahre alt war und dessen Tochter mir gesagt hat, mein Vater hat so ein hartes Herz und er liegt im Sterben. Und ich bin zu diesem Mann gegangen an einem Samstagnachmittag und ich habe ihm mein Herz gezeigt. Und der Fritz bat mich ganz, ganz zum Schluss unseres Gespräches, bitte bete mit mir. Und dann haben wir Jesus in sein Herz eingeladen. Fritz lud mit über 80 Jahren Jesus in sein Herz. Er hat ihn darum gebeten, mein versteinertes Herz herauszureißen und gib mir ein neues Herz. Wohne du in diesem Herzen die Zeit, die ich noch habe und mach einen anderen Menschen aus mir, auch wenn es nur noch für eine Sekunde ist oder für ein paar Tage. Und wir haben zusammen geweint. Die zwei Männer, die früher nicht weinen konnten. Wir haben Händchen gehalten. Wir haben uns danach noch in den Arm genommen. Und die Tochter von diesem Mann kontaktierte mich am Abend und hat gesagt, was ist passiert? Mein Vater spricht mir zum ersten Mal Liebe aus. Dieses harte Herz wurde weich und dieses weiche Herz, das wirst du merken am Verhalten des Menschen. Er wird anders sprechen, er wird andere Dinge tun, er wird mehr darüber nachdenken, ob das richtig oder falsch ist, was er da tut. Denn uns Menschen, das steht in der Bibel, ist es ja gesagt, was gut und was böse ist. Wir wissen es doch. Aber ein neuer Geist treibt uns auch danach, das zu tun, was dem himmlischen Papa gefällt. Denn je mehr Angst wir verbreiten, je härter wir sind, je mehr wir lügen, auch wenn wir unser Heil in Sexualität, in wechselnden Partnerschaften, das macht uns ja immer kaputter, weil es immer wieder ein kleiner Bruch ist, ein kleiner Bruch. Die Welt sagt, jeder mit jedem ins Bett, rauf und runter, rüber und nüber, mach, was ihr wollt. Nein. Das heißt aber auch, unser Herz wird mehr und mehr beschädigt und hart und gefühlskalt. Und dieser alte Fritz, dieser alte Mann, dessen Herz neu war, spricht über Liebe. Spricht über Liebe. Und stirbt ein paar Tage später mit einem weichen Herzen, mit einem lächelnden Gesicht. Und da ist noch mein Onkel Heinz, von dem ich so viel gelernt habe, der Zeit, fast das ganze Leben nie über seine Gefühle sprechen konnte. Der war Jahrgang 1930. Und der kurz bevor er starb, Frieden machte mit Gott, der ihm ein neues Herz gegeben hat. Und kurz bevor mein Onkel starb, sagte er mir dreimal, dass er mich liebt. Das ist unfassbar, was dieses neue Herz mit den Menschen macht. Ich darf das erleben auch in meinem Leben. Ich darf das erleben mit so vielen Menschen, die ich begleite, auch Aussteiger von Gangs, die in schwerstkriminellen Kreisen drin waren. Kinder und Jugendliche, die im Heim waren, die ein neues Leben beginnen. Ich habe es erleben dürfen mit alten Leuten, die im Krieg waren. Mir hat noch vor 2 Jahren Richard, der mit 96 Jahren starb, ja, der noch in der Normandie gekämpft hat, mir erzählt, was Jesus in seinem Leben getan hat.
Und das kann auch in deinem Leben tun. Dass er will dir ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Er will dein versteinertes Herz, all die Brüche, all die Enttäuschungen, diese vielen, 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 vielen kleinen Brüche, dieses zerbrochene Herz wieder heilen. Er will es herausnehmen, dir ein neues, lebendiges Herz schenken. Er ist der Kardiologe aller Kardiologen. Er ist der Mega-Herz-Transplantat. Keine Ahnung, wie das heißt. Was für ein Gott. Was für ein Gott. Ich wünsche uns, dass wir tiefer sehen, wenn uns harte Menschen begegnen, die eine harte Wortwahl haben, eine harte Ausstrahlung. Ich bin mir 1000% sicher, es waren viele, 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 viele kleine Brüche da. Viele, viele Enttäuschungen, viel, viel Angst, viel, viel Schuld. Es hat sie hart gemacht. Aber mit ihrer Härte schreien sie nach Liebe. Ihre Härte ist ein Sehnsuchtsschrei in diese Welt hinaus. Ich brauche Jesus, der sein Herz verschenkte, damit ich ein neues Herz habe. Der seine Würde aufgab am Kreuz auf Golgatha, in dem er nackt starb, damit ich meine Würde finde. Der sein Leben gab, damit ich lebe. Ihr würdet gern beten. Lieber Jesus, du hast uns versprochen, dass du bei uns bist. Dass du da bist, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind. Ich halte diesen Vortrag in meinem kleinen, schäbigen Keller, wo ich so oft versucht habe, auch früher hart zu werden, an den Maschinen. Ja. Und dabei geht es gar nicht um Härte, sondern wie kostbar es ist, barmherzig zu sein, ein weiches Herz zu haben, Sanftmut zu besitzen. Und Herr, du siehst die Leute, die hier zuschauen und zuhören, und du siehst mein kleines, verwundertes Herz, das du gesund liebst. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen segnest, dass du unseren Mund segnest, damit wir die Dinge aussprechen, die gesagt werden müssen. Ich liebe dich. Ein Mund, der seine Schuld bekennt, der um Verzeihung bitten kann und der über Liebe sprechen kann. Herr, segne unsere Hände, unsere Arme, dass sie Geborgenheit schenken, sich Hände zur Versöhnung reichen und Arme, die andere in den Arm nehmen können und schützen. Segne unsere Beine, damit sie die Wege gehen, die du gedacht hast. Segne unsere Augen, dass sie tiefer sehen wie deine. Und segne unser Herz. Möge es dich einladen, dass du es ausfüllst und gesund bist. Mögest du unser versteinertes Herz herausnehmen und uns ein neues und uns ein neues Herz schenken, das dich kennt und liebt. Ihr Lieben, das war mein Beitrag zu den harten Herzen. Vielleicht haben wir mehr Verständnis für andere, die hart geworden sind, vielleicht auch für uns selber. Und wie hat meine Oma immer gesagt, ich bin klein. Mach du mein Herz rein. Soll niemand drin wohnen, in Jesus allein. Wäre schön, wenn ihr diesen Kanal abonniert, wenn ihr diesen Beitrag mit vielen teilt. Und ich hoffe, wir sehen uns im echten Leben wieder. Bei Michas sehr, sehr kleiner Bibelkunde. Und seid mir nicht böse, ich bin kein Theologe. Ich erzähle das aus einem einfachen Herzen heraus, mit einfachen Gedanken und hoffe, dass Herzen berührt werden. Und vergessen wir nicht, was Gott zu uns sagt. Ich will dir ein neues Herz geben, einen neuen Geist schenken. Ich will dein altes, verletztes, versteinertes, hartes Herz herausnehmen und dir ein neues Herz schenken, ein lebendiges Herz. In diesem Sinne, behüt euch alle Gott, vielleicht sehen wir uns im echten Leben und lasst euch keine Angst machen. Habt keine Angst. Lasst euch nicht ständig irgendwo Angst, Angst, Angst. Dreht den Kanal ab. Geht zur Quelle des Lebens. Geh zu Jesus, der dich ermutigt, der dich tröstet und nicht ständig Angst. In der Welt habt ihr Angst,
Aber Jesus sagt, seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und wer ihn in seinem neuen Herzen hat, der hat die Welt auch schon ein Stück weit überwunden. Auch wenn wir noch hier sind. Überwunden. So viele Wunden. Aber er ist für unsere Krankheit und für unsere Wunden hat er bezahlt. Und obwohl wir noch Sünder waren, steht in der Bibel drin, sind wir gerecht geworden. Und obwohl wir noch im Hier sind und trauern und klagen, ja, so haben wir doch das Leben schon, das ewige Leben in unserem Herzen, die Ewigkeitsperspektive. In einem Lied heißt es, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Und wer ihn hat in seinem Herzen, der darf das singen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Er hat sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Servus, Tschüssle aus meinem mega Fitnessstudio. Ihr Lieben, Tschüssle, ciao. Ja, ich habe eine eigene Schule gegründet, weil es schon immer mein Kindheitstraum war. Mein Onkel Heinz, er hat mich animiert, inspiriert, ja, eines Tages diesen Traum, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. ProTactics MSE, ProTactics, so wie es der Name sagt, wir stehen für etwas, für das Gute. Wir haben verschiedene Taktiken, wir haben einen Europameister im Schwergewichtsboxen, der den Leuten Elemente aus dem Boxen beibringt, Motorik und Fitness. Wir haben viele Polizeibeamte drin, wir stehen für Anti-Aggressionstraining, für Gewaltprävention. Auch das Thema Inklusion ist sehr, sehr wichtig bei uns und bei uns hat jeder eine Chance verdient. Wir haben keine fernöstlichen Rituale, wir haben keine Prüfungen, denn jedes Training ist eine Prüfung. Wenn jemand körperlich, geistig behindert ist oder manche Dinge einfach nicht machen kann aus bestimmten Gründen, ja, dann können wir ihm nicht einer Prüfung unterlegen. Für uns zählt, ob er sein Bestes gibt, ob er regelmäßig kommt, ob er Teamgeist hat. Diese Dinge sind für uns wichtig. Solche Schulen gibt es immer mehr in Deutschland. Wir wollen uns auch in Österreich und in der Schweiz etablieren. Genau. So, guck mal, Nikita macht das perfekt, aber die Füße ein bisschen noch höher. Das Allerwichtigste, was wir Trainer unseren Schülern beibringen möchten, ist, dass sie wertvoll sind. Denn jeder Mensch, der seinen Wert kennt, der strahlt es auch aus, der setzt auch rechtzeitig Grenzen und das ist auch jemand, der andere beschützt. Wir haben so viel Gewalt und so viel Elend in unserer Welt, aber es sind nicht nur die Kriege, die irgendwo sind, sondern auch manchmal die Kriege in den Klassenzimmern, die Kriege in den Familien, die Kriege in der Nachbarschaft. Wir versuchen, für das Gute zu sein, Vorbild zu sein und den Menschen einfach auch das Gefühl geben, du bist hier angenommen. Ja. Feel the power now and here.